Du kommst jetzt auch ins erste Semester deines Medizinstudiums oder Zahnmedizinstudiums oder eines der verwandten Fächer. Du bist enttäuscht, weil deine Ersti-Tage, deine Einführungsveranstaltungen abgesagt wurden. Ja, dann bist du hier genau richtig bei uns. Und ja, vielleicht hast du jetzt auch Ängste und Bedenken und weißt nicht, wie wird dieses Medizinstudium ablaufen? Was muss ich beachten? Wie organisierst du dich? Wie ist so ein Tagesablauf im Medizinstudium? Was brauchst du jetzt für Bücher? Und ganz wichtig auch, wie schaffst du es, diese riesige Stoffmenge im Medizinstudium zu bewältigen? Und ja, wenn das bei dir so ist, dann bist du hier genau richtig, denn wir haben für dich die ersten Online-Erstsemestertage für Medizinstudenten und Zahnmedizinstudenten und auch für verwandte Fächer ins Leben gerufen. Und ja, was ist das? Am 16. und 17. April 2020, jeweils um 11 Uhr, werden wir mit dir eine Live-Session von jeweils circa 1,5 Stunden machen. Und zwar auf Instagram und auf YouTube. Und ja, das werden die sogenannten ersten Online-Erstsemestertage für dich. Und was wird dich da erwarten? Wir werden dich an die Hand nehmen. Wir werden dir von unseren Erfahrungen erzählen, aus unserem eigenen Medizinstudium. Wir haben beide selber ein Medizinstudium durchlaufen und wir wissen, was jetzt wichtig für dich ist, an diesem Punkt zu wissen. Wir werden dir sagen, wie du dich selber organisieren kannst, was jetzt gerade am Anfang vom Studium wichtig ist. Wir werden dir Tipps geben. Wir werden dir sagen, was für Bücher du vielleicht brauchst, wie das alles läuft so im Medizinstudium, was auf dich zukommt. Und ganz wichtig natürlich auch, dafür sind wir die Experten. Wir werden dir unsere besten Lerntipps und Techniken an die Hand geben, mit denen du es schaffst, diese riesigen Stoffmengen zu bewältigen. Und ja, wie gesagt, wir haben selber diese Erfahrung gemacht und es liegt uns am Herzen, dass du einen guten Start in dein Studium hast und dass du von Anfang an auch die Techniken an der Hand hast, mit denen du den Lernstoff gut und mit Leichtigkeit und sogar mit Freude bewältigen kannst. Ja, und außerdem möchte ich als amtierender zweifacher Gedächtnis-Weltrekordhalter aus dem Nähkästchen plaudern, dir auch meine besten Lerntipps mit an die Hand geben. Wir haben mittlerweile zusammen über 15, 20 Jahre Erfahrungen mit den besten Lerntechniken auf der Welt, die es gibt in unseren Augen. Genau diese Techniken möchten wir dir mit auf den Weg geben und dir wirklich sagen, wie du die ganze Stoffmenge wirklich in den Kopf bekommst. Wir erklären dir nicht, was du alles lernen musst, sondern wir erklären dir wirklich, wie du lernen musst, damit du wirklich gut dein Studium meistern kannst. Genau. Und es werden dich auch einige tolle Gäste wahrscheinlich erwarten, die dir auch ihre Tipps an die Hand geben. Und was du jetzt auf jeden Fall schon machen kannst, ist, klick den Link unten an in der Beschreibung. Da kommst du zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe speziell für diese Erstsemestertage. Da kannst du dich auch austauschen mit anderen Erstsemestern im Medizinstudium und Zahnmedizinstudium. Und wir geben dir da auch eine Plattform, wo du dich eben austauschen kannst, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Und außerdem abonniere am besten gleich hier diesen YouTube-Kanal und unseren Instagram-Account und dann kriegst du es auf jeden Fall mit, wenn wir dann live sind am 16. und 17. April jeweils um 11 Uhr. Und tragst dir am besten gleich in deinen Kalender ein. Wir wollen nämlich, dass du trotzdem Erstsemestertage hast und Einführungstage und dass du vorbereitet wirst auf das, was auf dich zukommt, trotz dieser ganzen Corona-Krise. Und deshalb machen wir das. Genau, und falls du jetzt schon noch Fragen haben solltest oder Probleme hast, dann schreib uns die gerne entweder hier über die WhatsApp-Gruppe, über Facebook, über YouTube, über Instagram. Lass uns es wissen, dann können wir auch dann an den eigentlichen Erstsemestertagen dann schon direkt diese Probleme und Fragen aufgreifen und besprechen. Und wenn du andere Menschen kennst, die jetzt auch ins Medizinstudium kommen, die anfangen mit dem Medizinstudium oder Zahnmedizinstudium oder einem Verwandtenfach, dann sag ihnen Bescheid, teil dieses Video mit ihnen, damit sie auch dabei sein können und von diesen Erstsemestertagen profitieren können. Genau, also jetzt nicht vergessen, tragst dir gleich ein, die erste wichtige Veranstaltung deines Medizinstudiums oder Zahnmedizinstudiums ist der 16. 17. April um 11 Uhr. Also sei dabei, wir würden uns freuen, dich dort dann begrüßen zu dürfen. Ja. Also tritt gleich der WhatsApp-Gruppe bei und dann bis dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss.